Hallo, die Erdenergie erhöht sich ja kontinuierlich. Früher war es so, wie ich mal Begabung entdeckt habe, 2001, 2002. Ich habe in die Akasha-Chronik reingeguckt und man hat genau sehen können, da kommt das, da kommt das und da kommt das. Seit circa 2008 ist es nicht mehr so. Es ist eher so, dass der Mensch eine freie Entscheidung hat. Es gibt Knackpunkte, wo man weiß, das ist und da gibt es keine Veränderung. Aber mittlerweile ist es zwischen 70 und 80%, wo der Mensch eine kontinuierliche Veränderung in seinem Leben, seinen Lebensstil, seine Empfindungen, seine Emotionen verändern kann. Es hat viele Vorteile, dass wir uns selbst entscheiden können, was wir tun, hat aber auch manchmal Nachteile. Vorher sind wir so in unser Leben reingestopft worden und es war alles festgeschrieben und heute sind wir der Meister unseres Lebens. Deshalb ist es außergewöhnlich wichtig, dass ihr auf euer morphogenetisches Feld achtet, das hat jeder Mensch vor der Stirn, dass ihr darauf achtet, was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr aus eurem Leben macht, in eure Liebe, in eure Eigenliebe. Nicht aus dem Ego, nicht aus Prestigedenken oder irgendwas anderes, sondern aus eurer Eigenliebe für die Familie, für euch selbst, für euren Arbeitsplatz, für die Kollegen, für die Nachbarn. Das zählt und das verändert unsere Welt. Und da können wir ganz viel verändern. Also überlegt euch, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euer Leben in die richtige Bahn zu schicken und zu richten. Und ich freue mich, wenn ihr an euch arbeitet und eure Gefühle und eure Gedanken, dass ihr an euer morphogenetisches Feld reinigt, dass ihr einfach lebt in der Eigenliebe, in der eigenen Respekt zu eurem Körper, zu eurem Sein und das, was ihr habt, auch wertschätzt und da eine Erweiterung reinmacht in eure Liebe, in eure Kraft und sowas verändert die Welt. Und diese Energie geht dann in euer morphogenetisches Feld. Diese Energie wird dann weitergeleitet, potenziert sich. Je mehr Menschen das machen und denken und fühlen, desto größer wird dieses morphogenetisches Feld. Wir haben alle Zugang zu diesem großen morphogenetisches Feld und wir entscheiden, was wir draus machen. Und je mehr Menschen das leben und desto besser geht es uns und je mehr Eigenliebe, Liebe für die anderen Menschen, umso einfacher wird unser Leben. Also entscheidet ihr, was ihr aus eurem Leben macht, geht in die Eigenliebe, schaut nach eurem eigenen morphogenetisches Feld, guckt, in welchem morphogenetisches Feld das ihr andockt, verändert die Welt, weil ihr euch verändert. Alles Liebe.